Hi. Abaya, haben Sie etwas gegen Sodbrennen? Ja, ja, natürlich. Magensalz kann ich da nur empfehlen. Ist das magnesiumhaltig? Nein, das ist nur ein Salz. Haben Sie noch etwas anderes? Wenn Sie Magnesium brauchen, können Sie auch ein Antacidum nehmen. Das ist zwar rezeptpflichtig, aber bei Ihnen mache ich eine Ausnahme. Okay. Ich hätte gern ein Päckchen Kaffee. Welche Sorte? Entkoffeiniert oder extra mild? Haben Sie keinen extra starken? Die älteren Kunden vertragen das Koffein nicht so gut. Und was ist mit dem Sack Kaffeebohnen hier? Das ist die extra milde Sorte. Soll ich Ihnen davon etwas abpacken? Nicht wirklich. Haben Sie Baldrian-Tee oder Johanniskraut? Ich fürchte, nein. Aber ich kann es Ihnen bestellen. Dauert vielleicht 2 Tage? Ah, das ist zu lang. Ich bräuchte es heute noch. Oh, dann weiß ich auch nicht. Auf Wiedersehen. Ja. Edward? Mr. Gordon, womit kann ich dienen? Kann ich hier auch ein ganzes Päckchen Kaffee kaufen? Aber natürlich, Sir. Welche Sorte hätten Sie denn gern? Die stärkste. Bitte sehr. Das ist ein kolumbianischer Kaffee. Eine meiner Lieblingssorten. Danke. Machen Sie es gut, Edward. Ich versuche mein Bestes, Sir. Hügel-Baldrian. Das ist doch genau das, was ich suche. Und die Pflanze ist doch schon getrocknet. Dürfte gut brennen, das Zeug. Ich lege die Steine in die Mitte des Raumes. So habe ich eine kleine Feuerstelle. Solange hier kein Feuer brennt, macht das keinen Sinn. Ja, das könnte funktionieren, aber erst muss ich noch was anderes machen. Der Boden ist aus Stein mit einer dicken Dreckschicht überzogen. Vergraben konnten sie die Kugel sicher nicht. Hier liegen noch mehr von diesen Kleintierskeletten. Ob hier wohl eine Eule haust oder etwas Größeres? Ersatzmann hier, der beim Bau des Grabes übrig blieb? Hier liegen eine Menge Äste und Zweige. Die trockenen nehme ich mit. Damit hätte ich genug Brennmaterial für ein kleines Feuer. Vater und Sohn am Lagerfeuer. Wie rührend.
Der ganze schöne Rauch zieht nach draußen. Das ist eine Rolle Baufolie. Die Handwerker sollten damit eigentlich den Boden ab. Aber bei der Bude hier ist das mittlerweile. Prima. Damit bleibt der Rauch ganz sicher in der Grabkammer. Ein kleines Lagerfeuer habe ich schon mal. Rauskomme, stinke ich bestimmt wie ein Räucherwal. Kein gutes Deo für einen zu Unrecht verdächtigten Brandstifter. Ich fühle mich schon ein wenig seltsam. Schwindelig, wie in Watte gepackt. Aber das reicht noch nicht. Irgendwas fehlt noch. Echter kolumbianischer Hochland. Magnesiumhaltige Tabak. Ein kleines Lagerfeuer. Ein leerer Topf und ich kann mir damit... Ich fülle gleich etwas Wasser rein. Das Wasser dürfte bald kochen. Heute mal die türkische Variante. Magnesiumhaltige Tabak. Normalen Kaffee kann ich auch bei Edward trinken. Ich zerbrösele die Tabletten vorher, damit sie sich schneller auflösen. Was zum Geier mache ich hier eigentlich? Egal. Es wird mich schon nicht umbringen. Und wenn doch, bin ich immerhin schon in einem Grab. Fuck. Das funktioniert besser, als ich dachte. Was? Meine Pillen. Jetzt brauche ich sie dringend. Oh, verdammt. Ich hätte nicht gedacht, dass es so heftig wird. Wie lange war ich wohl weggetreten? Immerhin habe ich diese Kugel gesehen. Sie haben sie hier im Grab versteckt. Ja, irgendwo in einer Wand.
Dieser Schimmel war vorher noch nicht da. Oder doch? Was hat das zu bedeuten? Diese Gestalt in meiner Vision hat die schwarze Kugel hier... Ich weiß nicht, wie das mit rechten Dingen zugehen kann, aber ich habe, was ich wollte. Danke, Mordred. Als Physiker muss ich mir diese Frage einfach stellen. Wie zum Henker funktioniert das eigentlich? Das hier ist massiver Fels. Um da durchgehen zu können, müsste man ihn verflüssigen. Da könnte ich auch gleich in einem Vulkan baden. Schwer zu glauben, was ich gerade sehe. Es hat funktioniert. Das Portal ist offen.